Am letzten Tag des Transferfensters war bei Schalke 04 in Sachen Zu- und Abgänge noch einiges in Bewegung. Mittelstürmer Franco da Santo stand bei Trainer Domenico Tedesco schon seit geraumer Zeit auf dem Abstellgleis. Nun wechselt der 29-Jährige nach Spanien. Erlebe alle Highlights von Schalke 04 auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Mit Jeffrey Bruma verpflichteten die Königsblauen einen erfahrenen Innenverteidiger, der angesichts der Verletzungssorgen in der Defensive aushelfen soll. Der niederländische Innenverteidiger kommt per Leihe vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg. Darüber hinaus soll Schalke offenbar am polnischen Mittelstürmer Dawid Kownacki interessiert gewesen sein. Dieser entschied sich letztlich jedoch gegen S04 und wechselte stattdessen zu Fortuna Düsseldorf. Erfahrt an diesem Freitag alle wissenswerten News, Transfers und Gerüchte rund um den FC Schalke 04. Offiziell, Franco da Santo wechselt zu Rayo Vallecano. Schalke-Stürmer Franco da Santo wechselt ablösefrei zum spanischen Erstligisten Rayo Vallecano und unterschreibt dort einen Vertrag bis Saisonende. Dies gaben beide Vereine am Donnerstagabend bekannt. Der Vertrag des dreifachen argentinischen Nationalspielers, der mit rund 4 Millionen Euro Jahresgehalt zu den Top-Verdienern auf Schalke gehörte, wäre ohnehin im kommenden Sommer ausgelaufen. Wolfsburg-Leihgabe Jeffrey Bruma will helfen, wo ich kann. Schalke 04 hat sich für die Rückrunde der Bundesliga mit Abwehrspieler Jeffrey Bruma verstärkt, der im Rahmen eines Leihgeschäfts vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg nach Gelsenkirchen wechselt. Nun erklärte der 27-jährige Abwehrspieler die Beweggründe für das Leihgeschäft. Mein Ziel war es, einen Club mit guter Perspektive zu finden, bei dem ich Spielpraxis bekommen kann, sagte Brummer und ergänzte, Schalke 04 ist ein solcher Verein. Ich möchte nun möglichst schnell Teil des Teams werden und in der Rückrunde helfen, wo ich nur kann. Bericht Fortuna Neuzugang Dawid Kownacki lehnte Schalke Angebot ab. Kusch vor Transferschluss hat sich Fortuna Düsseldorf die Dienste des vierfachen polnischen Nationalspielers Dawid Kownacki von Sampdoria Genua gesichert. Wie der Express berichtet, habe sich der 21-jährige Angreifer dabei gegen einen Wechsel zu Schalke 04 entschieden. Dem Bericht zufolge hatte die Schalker Clubführung um Christian Heidel dem Serie A-Club ein Transferangebot unterbreitet. Our style equals color. Der 27-jährige Edgeworth bis zum Saison und ausgeliehen. Bei den Wolfen steht der Niederländer noch bis 2021 unter Vertrag. Willkommen auf. Januar 2019 Schalke 04, Bruma schon im Training dabei. Der Transfer von Jeffrey Bruma vom VfL Wolfsburg zu Schalke 04 ist offenbar perfekt. Der Innenverteidiger, der offiziell noch bis 2021 bei den Wölfen unter Vertrag steht, trainierte am Donnerstag schon mit den S04-Profis. Der 27-jährige Niederländer soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge bis Saisonende ausgeliehen werden. Zudem will sich Schalke eine Kaufoption für Bruma sichern. Januar 2019 Schalke 04 Neuzugang Rabi Matondo, der 2,62-Sekunden-Mann und die Hoffnung auf den königsblauen Jadon Sancho. Seit Tagen spricht man auch in Gelsenkirchen über diese ominösen 2,62 Sekunden. Eine Zeit, die bei weitem nicht ausreicht, um über alle Sorgen nachzudenken, die aktuell beim kriselnden FC Schalke 04 herrschen. Abseits der vielen Verletzungen, der prekären Tabellensituation und der schlechten Stimmung haben diese 2,62 Sekunden allerdings einen positiven Hintergrund, denn sie beziehen sich auf den vielleicht größten Hoffnungsträger bei Königsblau, Neuzugang Rabi Matondo. Exakt diese Zeit benötigte der S04-Neuankömmling vom englischen Meister Manchester City vor der Saison beim Leistungscheck für einen 20-Meter-Sprint. Ein herausragender Wert.
Nicht einmal Supersprinter wie LeRoy Sane, Raheem Sterling oder Kyle Walker kamen an diese Zeit heran. Ihr wollt weiterlesen? Dann geht's hier entlang zum ganzen Text. Offiziell, Schalke 04 schnappt sich Man City-Talent Rabi Matondo oder FC Schalke 04 hat seinen ersten Winterneuzugang offiziell vermeldet. Rabi Matondo wechselt von Manchester City nach Gelsenkirchen. Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der 18-jährige Waliser unterschreibt in Gelsenkirchen einen Vertrag bis ins Jahr 2023 und soll Medienberichten zufolge rund 10 Millionen Euro kosten. Punkt. Hier geht's zur kompletten News.